zurück zum zweiten Teil unserer fünften Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Heute beschäftigen wir uns mit Hormonen und wir haben jetzt am ersten Teil der Sitzung schon kennengelernt, wie wir Hormone eben über verschiedene Signalwege freisetzen können und haben da auch kennengelernt, wie wir unterschiedliche Hormone anhand ihres Zielortes klassifizieren können. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns anschauen, wie wir Hormone anhand ihrer chemischen Struktur klassifizieren können. Die erste Klasse von Hormonen, die wir dabei kennenlernen, sind die sogenannten Peptidhormone. Peptide, das sind Aminosäuresequenzen. Das kennen Sie schon von den Proteinen. Da hatten wir schon kennengelernt, Proteine, das sind irgendwelche Aminosäureketten, also hier so lange Sequenzen von Aminosäuren. Und genauso sind hier unsere Peptidhormone lange Ketten von Aminosäuren. Diese langen Ketten von Aminosäuren werden erstmal synthetisiert, gebildet und dann werden aus diesen langen Aminosäureketten die relevanten Bereiche herausgeschnitten, die dann eben eine ganz bestimmte Wirkung entfalten. Beispiele dafür sind eben hier in unserer Bauchspeicheldrüse das Glukagon und das Insulin, die hier eben beispielsweise unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen und regulieren können. In der Nebennierenrinde, da haben wir dann unser ACTH, das beteiligt ist beispielsweise an der Cortisolausschüttung, hier also an der Stressreaktion, an der Aktivierung in unserem sympathischen Nervensystem beteiligt ist. ACTH, das ist das adenokortikotrope Hormon. Also hier Adenokortikotrope, das ist eben hier Adeno, unsere Nebennierenmark, bezieht sich hier eben auf Cortisoltrop, also die Bewirkung bezieht sich hier auf das Cortisol, das dann eben hier ausgeschüttet wird. Die zweite Klasse sind unsere Aminosäurenderivate. Aminosäurenderivate, das sind auch wieder Aminosäureketten, die sind aber kürzer, also Peptide sind relativ groß, relativ lang. Diese Aminosäurederivate, die sind relativ klein, relativ kurz, sind von der Struktur her ganz ähnlich den Neurotransmittern. Und hier sehen wir schon beispielsweise im Nebennierenmark gebildet unser Adrenalin und unser Noradrenalin, das wir ja schon letzte Woche kennengelernt haben als Neurotransmitter. Also von der Struktur her genau gleich, das sind genau im Grunde diese Neurotransmitter. Hier zählen sie auch zu den Hormonen, da sie eben auch eine Wirkung auf andere Organe haben können. Diese modifizierten Aminosäuren, die findet man eben hier im Nebennierenmark, aber eben auch aglandulär, also im Gewebe direkt, beispielsweise das sogenannte Histamin. Jetzt gerade, wir haben jetzt gerade Frühling, draußen blühen die Bäume und diejenigen von Ihnen, die an Heuschnupfen leiden, die kennen diese Histamine, denn diese Histamine sind ganz stark beteiligt an Immunreaktionen, aber eben auch beispielsweise an Entzündungsreaktionen, wenn sie sich beispielsweise verletzen und dann hier es zu einer Entzündung im Gewebe kommt, da sind diese Histamine ganz stark beteiligt und die werden hier in dem Fall direkt im Gewebe gebildet, arbeiten also aglandulär, also außerhalb unserer produzierenden Drüsen. Die dritte Klasse, die wir kennenlernen, sind die sogenannten Steroide. Diese Steroide, die werden gebildet aus Cholesterin. Cholesterin, ein Fett, also hier so Kohlenstoffketten, C-Ringe, also C, also diese Kohlenstoffringe. Die werden aber in dem Fall, diese Steroide, ganz wichtig, die werden nicht gespeichert, sondern die werden produziert und dann direkt freigesetzt. Auch wieder hier an unserer Nebennierenrinde ganz relevant. Da haben wir beispielsweise die Glukokortikoide und die Mineralkortikoide, die unter anderem daran beteiligt sind am Wasser- und Mineralienhaushalt in unserem Körper. Also diese Homöostase, dieses Gleichgewicht von Wasser- und Mineralienkonzentration in unserem Körper beispielsweise steuern. Und zu guter Letzt haben wir die sogenannten Fettsäurederivate, die Eicosanoide. Die
werden gebildet aus einer Fettsäure, der Arachnoidsäure. Die finden wir vor allem im Gewebe. Also hier auch wieder aglandulär. Die sind ja vor allem beteiligt an diesen lokalen Entzündungs- und Schmerzprozessen. Beispiele dafür sind die genannten Prostaglandine, Thromboxane, Leukotriene. Das sind all solche Stoffe, Übertragungsstoffe, die eben hier relevant sind für die Signalisierung von Prozessen direkt im Gewebe, beispielsweise hier bei der Schmerzübertragung. Schmerz werden wir noch genauer darauf eingehen, aber schon mal hier als Hinweis, ganz viele Schmerzmittel, die wir hier im Alltag kennen, im Alltag verwenden, wirken genau auf diese Fettsäurederivate. Beispielsweise Aspirin wirkt schmerzstillend, weil hier die Synthese von diesen Prostaglandinen gehemmt wird. Also diese Prostaglandine, die sind ganz relevant für die Schmerzrezeption und die Bildung von diesen Stoffen wird durch Aspirin gehemmt und so wird die Schmerzwahrnehmung hier reduziert. Genauso wirken hier beispielsweise Glukokortikoide, die wir gerade eben kennengelernt haben, beispielsweise Cortison, wirkt entzündungshemmend und diese Stoffe, die wirken beispielsweise eben hemmend auf die Synthese von diesen Fettsäurederivaten. Also wenn Sie beispielsweise eine Entzündung haben und Sie nehmen Cortison oder eine cortisonhaltige Creme, dann wirkt diese cortisonhaltige Creme eben entzündungshemmend auf durch eine Hemmung der Synthese von diesen Fettsäurederivaten. Abgesehen von der chemischen Struktur können wir unsere Hormone auch klassifizieren anhand des Bildungsortes, also wo im Körper werden diese Hormone produziert und gebildet. Und wir haben überall in unserem Körper haben wir hormonproduzierende Gewebe, hormonproduzierende Organe. Und wir wollen jetzt erstmal anschauen, die glanduläre Produktion, also die Produktion von Hormonen in Drüsen. Es gibt ja auch die aglanduläre Produktion, also die Produktion von Hormonen außerhalb von Drüsen. Das kommt am Ende. Jetzt erstmal die Produktion von Hormonen in Drüsen. Und hier habe ich Ihnen mal eine Liste aufgezählt mit den relevantesten hormonproduzierenden Drüsen. Fangen wir oben an. Da haben wir unseren Hypothalamus. Unser Hypothalamus, hier eine tief liegende Hirnstruktur, die dann eben ihre Wirkung ausübt, entweder auf die Hypophyse oder direkt in den Blutkreislauf. Neben der Hypophyse haben wir auch noch unsere Epiphyse, also hier diese ganzen im Zentralhirn, hier in tiefen Hirnstruktur liegenden Drüsen. Ein Schritt weiter unten, hier in unserem Hals, da haben wir unsere Schilddrüse, eben hier unsere Schilddrüse, unsere Nebenschilddrüse. Diese Schilddrüse, die können Sie bei sich selbst auch möglicherweise ganz gut ertasten. Die liegt hier im Grunde schmetterlingsförmig an Ihrem Hals. Also wenn Sie hier so hinfassen an Ihren Hals, dann können Sie möglicherweise Ihre Schilddrüse bei sich selbst ertasten. Weiter unten, dann eben in unserem Bauchraum, da finden wir beispielsweise unsere Nebenniere, also hier diese Drüsen, die auf den Nieren drauf sitzen und auch unsere Bauchspeicheldrüse. Und dann zu guter Letzt haben wir unsere Ovarien oder Hoden, also die dann eben ganz tief im Bauchraum liegen. Fangen wir jetzt mal wieder von oben an und schauen uns die einzelnen Strukturen im Detail an. Die erste Struktur, die wir uns anschauen, ist unser Hypothalamus. Unser Hypothalamus liegt eben hier in einer tiefen Hirnstruktur und ist aufgebaut aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Unterclustern von Neuronen. Also es ist keine einheitliche Struktur, sondern wir haben hier auch in diesem Hypothalamus unterschiedliche Strukturen drin, beispielsweise den anterioren oder den medialen hypothalamischen Nucleus oder den Nucleus suprachiasmaticus, also diese Kerne, die hier beispielsweise oberhalb der optischen Kreuzung liegen. Das ist also keine einheitliche Struktur, sondern hier eben unterschiedliche beteiligte Substrukturen. Hinter
dem Hypothalamus finden wir die sogenannte Epiphyse, die Zirbeldrüse. Diese Zirbeldrüse, die ist hier so ganz klein erkennen, so eine sehr kleine Drüse. Und diese Zirbeldrüse, diese Epiphyse, die ist vor allem relevant für unseren zirkadianen Rhythmus, also unseren Tagesrhythmus. Denn hier in dieser Zirbeldrüse, in dieser Epiphyse wird Melatonin synthetisiert. Und Melatonin ist ganz relevant für die Steuerung von unserem Schlaf-Wach, unserem Tagesrhythmus. Diese Epiphyse, die sitzt ja jetzt hier mitten im Gehirn. Und das ist natürlich die Frage, woher weiß jetzt diese Zirbeldrüse, die mitten im Gehirn sitzt, wann Tag ist und wann Nacht? Bei uns bekommen wir Input in diese Epiphyse aus dem Nucleus suprachiasmaticus. Diesen Nucleus suprachiasmaticus, den werden wir im visuellen System noch genauer kennenlernen, aber wir haben, ich sage es Ihnen jetzt schon mal, wir haben in unserem visuellen System eine Kreuzung der Sehbahnen und unterhalb der Kreuzung von diesen Sehbahnen, also supra, unterhalb der Kreuzung von diesen Sehbahnen, finden wir eben diesen Nucleus suprachiasmaticus. Der bekommt also Input, bekommt also neuronale Information aus unserer Sehbahn. In einfacheren Lebewesen liegt diese Zirbeldrüse, diese Epiphyse, deutlich näher an der Kopfoberfläche. Also wenn hier dieser ganze Neokortex obendran einfach nicht da ist, dann liegt dieser Teil natürlich deutlich näher an der Schädeloberfläche und kann tatsächlich direkt selbst lichtempfindlich sein. Diese Epiphyse reagiert jetzt also auf das Licht, das wir von außen bekommen, und produziert entsprechend des Lichteinfalls Melatonin. Und dieser Melatoninspiegel, der schwankt jetzt über und den Tag hinweg und führt dann dazu, beispielsweise bei einem abfallenden Melatoninspiegel wird beispielsweise Schläfrigkeit induziert. Das ist ein Phänomen, das kennen Sie vermutlich. Wenn Sie weit im Norden wohnen, dann wissen Sie, dass im Winter die Tage relativ kurz sind. Da haben wir also eine relativ kurze Hellphase, eine relativ kurze Lichtphase. Und das kann dazu führen, dass wir morgens, wenn es dunkel ist, einfach auch nicht aus dem Bett kommen, weil eben hier dieser Lichteinfall fehlt, der signalisieren würde, okay, der Tag hat angefangen und dieser Melatoninspiegel hier raufreguliert werden kann. Deswegen auch der Tipp für Sie, achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie beispielsweise nachts schlafen, dass Sie vor dem Schlafen gehen keinen Bildschirm mehr sehen, denn dieses helle Bildschirmlicht kann dazu führen, dass hier diese Zirbeldrüse überaktiviert wird, hier noch weiter Melatonin produziert wird, also hier die Schläfrigkeit eigentlich verhindert wird. Das nächste Ausführorgan, das wir kennenlernen, ist die sogenannte Hypophyse, die Hirnanhangdrüse, die wir hier sehen. Diese Hypophyse, die können wir einteilen in eine vordere und eine hintere Hypophyse, also in die sogenannte Adenohypophyse und in die Neurohypophyse, die sich in ihren Funktionen ganz leicht unterscheiden. Die Adenohypophyse, also der Hypophysenvorderlappen, der empfängt Hormone aus unserem Hypothalamus, produziert aber auch selbst Hormone und entlässt dann diese Hormone über die sogenannten Pfortadern in den Blutkreislauf. Der Hypophysenhinterlappen, die posteriore Hypophyse oder Neurohypophyse, die produziert selbst keine Hormone, sondern hier werden eben dann Hormone, die im Hypothalamus gebildet werden, durchgeleitet und hier dann einfach nur in den Blutkreislauf entlassen. Schauen wir uns diese beiden Prozesse, diese beiden Anteile der Hypophyse jetzt nochmal genauer an. Das erste eben, die Adenohypophyse, der Hypophysenvorderlappen, wie gesagt, der empfängt, produziert und entlässt Hormone. Der hat hier unterschiedliche Hormonwirkungen. Zum einen eben glandotrope Hormone, also die Hormone, die auf andere Drüsen wirken. Dazu gehört eben unsere Gonadotropine, Gonaden, unsere Keimdrüsen, also hier direkt eine Wirkung auf unsere Keimdrüsen. Prolaktin, auch ein Hormon, das auf die Keimdrüsen wirkt. Dann haben wir unser ACTH, das auf unsere Nebennieren wirkt, oder unser Thyrotropin, das dann an die Schilddrüse wirkt. Also das sind alles Hormone, die hier
an der Adenohypophyse, am Hypophysenvorderlappen, hier produziert werden und dann an andere Hormondrüsen wirken. Andersrum haben wir auch effektorische Hormone, also Hormone, die direkt am Zielorgan wirken. Hier beispielsweise das sogenannte Wachstumshormon, das Growth Hormone, das hier beispielsweise auf unser Knochenwachstum wirkt und hier deren Wirkung auch dann beispielsweise unsere Körpergröße bestimmt. Auf der anderen Seite haben wir unser Hypophysenhinterlappen, unsere posteriore Hypophyse oder Neurohypophyse. Und Sie sehen es hier im Schaubild, hier werden dann eben im Hypothalamus haben wir Nervenzellen, die Hormone produzieren. Und dann ziehen die Axone von diesen Nervenzellen durch unsere Neurohypophyse hindurch, um dann eben hier in der Neurohypophyse diese hier produzierten Übertragungsstoffe, die Hormone, an den Blutkreislauf abzugeben. Das sind hier in dem Fall Peptidhormone. Sie erinnern sich nochmal, Peptidhormone, das sind diese langen Aminosäureketten, also ein Prozess ganz ähnlich der Übertragung von Neurotransmittern. Also hier werden hier Aminosäuren werden in der Nervenzelle produziert, in dem Fall relativ lange Aminosäureketten, die Peptide, und die werden dann in Vesikel verpackt und hier an den Blutkreislauf abgegeben. Zu diesen Peptidhormonen gehört unter anderem das Oxytocin, das kennen Sie vielleicht schon als das Bindungshormon oder das hier für beispielsweise für Paarbeziehungen oder Mutter-Kind-Beziehungen oder Elternbeziehungen eine ganz große Rolle spielt, ist hier also unser Verhalten tatsächlich direkt beeinflusst, oder das antidiuretische Hormon, das beispielsweise unseren Wasserhaushalt beeinflusst, also die Wassereinlagerung oder Wasserausschüttung aus unserem Gewebe. Gehen wir einen Schritt weiter zu unserer Schilddrüse. Wie gesagt, die Schilddrüse liegt hier im Hals vorne dran, so schmetterlingsförmig aufgefaltet, hier vorne am Hals. Die können Sie auch vermutlich direkt bei sich selber erfüllen. Und diese Schilddrüse, die ist eingebunden in diese ganze Signalkaskade der sogenannten HPA-Achse, die ich Ihnen hier nochmal im Schaubild aufgezeigt habe. Hier wird also beispielsweise aus dem Hypothalamus das TRH freigesetzt. Dieses TRH wirkt dann an der Adenohypophyse, am Hypophysenvorderlappen. Und hier dieses TRH bewirkt also die Freisetzung von TSH. Und dieses TSH, das wirkt dann auf unsere Schilddrüse. Und hier werden dann auch zwei weitere Hormone produziert, T3 und T4, die dann eben eine weitere Wirkung ausschütten. Schauen wir uns jetzt mal unsere Schilddrüse nochmal genauer an. Denn unsere Schilddrüse, das sind eigentlich zwei Organe. Wir haben unsere eigentliche Schilddrüse und wir haben unsere Nebenschilddrüse. Diese Schilddrüse, eben hier dieses große Organ, das produziert dann eben zwei Stoffe, T3 und T4, Triiodthyronin und Tetraiodthyronin. Dieses Tetraiodthyronin wird auch als Thyroxin bezeichnet. Die Steuerung erfolgt hier eben über den Hypothalamus, die Hypophyse, die dann eben hier direkt auf die Schilddrüse wirkt. Und diese Schilddrüse, die hat jetzt dann einen Einfluss auf den Energieumsatz, auf unseren Stoffwechsel und auch unsere Herzaktivität. Ganz wichtig für die Arbeit dieser Schilddrüse ist eben unser Jod. Das Jod, das kennen Sie bestimmt als Teil beispielsweise des Jodsalzes oder auch wenn Sie eben hier am Meer leben. Jod ist beispielsweise auch in Fisch enthalten. Wenn wir also einen Jodmangel haben oder eine Jodüberversorgung, kann es hier zu Veränderungen an der Arbeit unserer Schilddrüse kommen. Da kennen wir beispielsweise die sogenannte Hyperthyrose. Diese Hyperthyrose ist eine Überaktivität der Schilddrüse, die sich dann auch in einer gesteigerten Erregbarkeit äußert. Und das ist ganz wichtig für uns als Psychologen, denn diese gesteigerte Erregbarkeit, die muss man abgrenzen
von Störungsbildern, die wir in der klinischen Psychologie kennen, wie beispielsweise die Manie. Wenn wir also einen Patienten haben, der in einem Erregungszustand ist, dann müssen wir abklären, ist das eine körperliche Ursache, also beispielsweise eine Schilddrüsenüberfunktion, oder haben wir hier tatsächlich eine psychische Veränderung, die wir mit einer Psychotherapie behandeln müssen. Wir kennen hier beispielsweise den Morbus Basedow, der sich eben äußert in einem erhöhten Energieumsatz, eine Abnahme des Körperfettes, also hier eine sehr starke Gewichtsabnahme und so hervortretende Augen, also so ein ständiges Übererregungszustand hier. Andersrum, bei Jodmangel kann es auch zu einer Hypoterose, also einer Unterfunktion unserer Schilddrüse kommen, die sich dann eben beispielsweise äußern kann, genau im Gegenteil, also einer Antriebslosigkeit, einem erhöhten Körpergewicht, beispielsweise auch Wachstumsstörungen, die sich teilweise auch ausdehnen können auf Einschränkung der geistigen Funktion. Das ist eben auch wieder hier ganz, ganz wichtig, wenn wir uns eben hier in der klinischen Psychologie mit einem depressiven Zustand auseinandersetzen. Also in der Depression, da haben wir auch eine Reduktion des Antriebs, also eine Antriebslosigkeit. Und hier auch hier müssen wir abklären, könnte diese Antriebslosigkeit nicht tatsächlich körperliche Ursachen haben? Diese Schilddrüse, die hat noch ein zweites Hormon, die sogenannte Nebenschilddrüse oder Parathyroid. Diese Parathyroid, PTH, ist also hier beteiligt an der Steuerung des Calcium-Levels im Blut. Das hatten wir vorhin schon kennengelernt, diesen Kreislauf der Wirkung, also hier eine Signalisierung von einem reduzierten Calcium-Level führt dann eben über die Steuerung von dieser Nebenschilddrüse zu einem Ausschütten von Calcium beispielsweise aus unseren Knochen und einer Veränderung unserer Nierenaktivität. Kommen wir also jetzt einen Schritt weiter zu unserer Niere bzw. zur Nebenniere. Diese Nebenniere, die sitzt oben auf der Niere drauf, wie so ein Hütchen hier, auf Englisch bezeichnet Adrenal Gland. Deswegen hier alles, was mit Adreno zu tun hat, das ist hier vermutlich, hängt das hier mit unserer Nebenniere ganz stark zusammen. Diese Nebenniere, das ist eigentlich zwei Organe in einem. Genauso wie unsere Schilddrüse zwei Organe in einem ist, ist auch unsere Nebenniere zwei Organe in einem. Nämlich haben wir einmal unseren Nebennierenmark und auf der anderen Seite unsere Nebennierenrinde. Dieses Nebennierenmark, das ist eigentlich vom Aufbau her Teil unseres zentralen Nervensystems. Denn hier dieses Nebennierenmark ist ein Vermittler zwischen der Wirkung unseres zentralen Nervensystems und unseres peripheren Nervensystems, hier ein Vermittler der Sympathikus-Wirkung. Sympathikus und Parasympathikus sind ja Teile unseres peripheren Nervensystems, die einmal Sympathikus assoziiert sind mit Erregung, mit Fight-and-Flight-Reaktionen, Parasympathikus mit Prozessen der Regeneration, der Entspannung und hier unser Nebennierenmark ist eben ganz zentral für die Vermittlung der zentralnervösen Erregung an die Erregung in unserem sympathischen Nervensystem. Auf der anderen Seite haben wir unsere Nebennierenrinde. Diese Nebennierenrinde, die ist aus drei unterschiedlichen Schichten aufgebaut und ist ganz stark beteiligt an der Bildung von Steroidhormonen. Hier eben die Glukokortikoide, die Mineralkortikoide und die Androgene, also hier ganz stark beteiligt an der Immunreaktion, beispielsweise Glukokortikoide, ganz relevant bei Stressreaktionen, die wirken dann entzündungshemmend, die wirken immunsuppressiv, also die reduzieren also unsere Immunantwort. Die Mineralkortikoide, die sind ganz stark beteiligt an unserem Wasser- und Elektrolytaushalt, also an der Rückbehaltung von Wasser oder Ausschüttung von Wasser aus unserem Gewebe. Die Androgene, das sind Sexualhormone, die vor allem in der körperlichen Entwicklung eine ganz starke Rolle spielen.
Die nächste Drüse, die wir kennenlernen, ist die sogenannte Bauchspeicheldrüse. Also hier eine Drüse in unserem Bauchraum, die hier die Wirkung entweder direkt in unseren Darm oder an unseren Körper freisetzt. Hier haben wir wieder unsere zwei Stichwörter, die wir am Anfang schon kennengelernt haben. Einmal exokrin, also die Freisetzung direkt an ein Zielorgan. Hier wird also beispielsweise in der Bauchspeicheldrüse werden Enzyme gebildet, die dann direkt in unseren Dickdarm freigesetzt werden, um hier an der Verdauung mitzuwirken. Auf der anderen Seite entfaltet die Bauchspeicheldrüse ihre Wirkung auch endokrin, also über den Blutkreislauf. Und hier sind vor allem die sogenannten Langerhanschen Inseln beteiligt. In diesen Langerhanschen Inseln, da werden zwei Hormone produziert, einmal Insulin und einmal Glucagon, die beteiligt sind an der Steuerung vom Zuckerhaushalt in unserem Blut. Das kennen Sie vielleicht aus dem Kontext der Zuckerkrankheit. Da haben wir ja hier vor allem Veränderungen eben hier im Insulinhaushalt. Das Insulin ist beteiligt daran, an der Aufnahme von Zucker aus dem Blut in die Leber, also quasi an der Speicherung von Zucker, senkt also hier unsere Blutzuckerkonzentration im Blut. Und andersrum haben wir unser Glucagon, das beteiligt ist an der Freisetzung von Glucose ins Blut. Also diese Zuckerspeicher, die wir einmal angelegt haben, die werden dann eben unter Steuerung von Glucagon eben abgebaut und dieser Zucker wird freigesetzt, um dann eben beispielsweise in ATP umgesetzt zu werden, also hier als Energielieferant zu dienen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu unseren Keimdrüsen, den Ovarien oder den Hoden, die hier vor allem an der Steuerung von Sexualverhalten und körperlicher Entwicklung beteiligt sind, die hier vor allem über Steroide wirken. Da haben wir eben bei den Ovarien die Steuerung des Uterus über Östrogen und Progesteron. Bei den Hoden, da haben wir eben die Steuerung der Spermienproduktion über Androgene, also unsere Sexualhormone, eben hier vor allem das Testosteron. Ich habe Ihnen jetzt hier nochmal in die Folien eine relativ lange Liste mit den unterschiedlichen Bildungsorten und den unterschiedlichen Hormonen eingefügt. Da werde ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Das können Sie sich dann in den Folien genauer durchlesen, um hier sich genauer anzuschauen, nochmal, wo werden eigentlich welche Hormone gebildet und wie heißen die Hormone und welche Wirkung entfalten die Hormone. Zu guter Letzt, als letzten Punkt schauen wir uns auch noch die aglandulären Hormone an, also die Hormone, die nicht in einer Drüse gebildet werden, sondern die direkt im Gewebe gebildet werden. Da haben wir unterschiedliche hormonproduzierende Zellen in unterschiedlichen Geweben. Da haben wir beispielsweise in unserem Magen-Darm-Trakt Zellen, die Hormone produzieren, die dann unseren Verdauungsprozess beeinflussen. Wir haben in der Niere selbst haben wir hormonproduzierende Zellen, die eben beteiligt sind an der Steuerung unseres Wasserhaushaltes und der Blutdruckregulation. Und wir haben eben, wie schon vorhin erwähnt, in unserem Gewebe hormonproduzierende Zellen, die ganz stark beteiligt sind an Entzündungs- und Schmerzprozessen, aber eben auch die unsere Durchblutung steuern. Hier ist auch wieder ein Stoff relevant, den wir schon als Neurotransmitter kennenlernen, nämlich das Serotonin. Und dieses Serotonin, das ist eben beteiligt an beispielsweise der Durchblutungssteuerung. Wenn wir eine Entzündung haben, also wenn wir uns verletzen, dann kommt es zu einem Entzündungsprozess und einem Durchblutungsprozess. Da ist hier dieses Serotonin ganz stark beteiligt. An der Schmerzverarbeitung beispielsweise sind die Histamine beteiligt. Und an der Immunreaktion und der Bekämpfung von Fremdkörpern, da sind dann die sogenannten Kinine sehr stark beteiligt. Das ist dann, also die sind hier in diesen Organen, da sind Hormone beteiligt, sind auch Hormone wichtig, aber das ist eben nicht die Hauptaufgabe dieser Organe. Deswegen bezeichnet man hier das Ganze als aglanduläres, also ein Organ, das ist nicht hauptsächlich
damit beschäftigt, hier Hormone zu produzieren, sondern hier werden auch Hormone eben produziert. Ein Beispiel für die Wirkung von diesen aglandulären oder extraglandulären Hormonen ist auch das sogenannte Erythropoietin, EPO abgekürzt. Das wird in der Niere gebildet und das steuert zum Beispiel die Bildung von roten Blutkörperchen, unseren Erythrozyten. Unsere roten Blutkörperchen, die sind ganz relevant für den Sauerstofftransport in unserem Blut. Wir haben an diesen roten Blutkörperchen eine Bindungsstelle für Sauerstoff und Sauerstoff kann eben an diesen roten Blutkörperchen in unserem Blut transportiert werden. Das heißt, je mehr rote Blutkörperchen ich habe, desto besser ist meine Sauerstoffproduktion, Sauerstoffversorgung in unserem Gewebe. Und diese Konzentration von roten Blutkörperchen in unserem Gewebe, in unserem Körper, die ist nicht immer gleich, sondern die hängt unter anderem von Umweltfaktoren ab. Beispielsweise, wenn Sie in den Bergen wohnen, sich in den Bergen aufhalten, da ist die Sauerstoffkonzentration in der Luft geringer. Das heißt, da werden mehr rote Blutkörperchen gebildet, um den reduzierten Sauerstoff in der Luft verbessert im Blut transportieren zu können. Und dieses EPO, das wird eingesetzt beispielsweise in der Therapie bei Blutarmut, bei Anämie, also bei einem Mangel an roten Blutkörperchen, die wir das beispielsweise bei Nierenleiden finden oder als infolge von einer Chemotherapie kennen. Aber dieses EPO wird auch zum Doping im Leistungssport verwendet. Ein ganz bekanntes Beispiel hier ist Lance Armstrong, der in den 90er und frühen 2000er Jahren bekannt wurde als sehr erfolgreicher Radrennfahrer, mehrmaliger Gewinner der Tour de France, bei dem aber bekannt wurde, dass er mit EPO gedopt hat, also hier dieses Mittel EPO verwendet hat, um hier die Konzentration von roten Blutkörperchen zu steigern, also hier leistungssteigernde Mittel eingesetzt hat, also hier ein Hormon zur Leistungssteigerung verwendet. Damit sind wir am Ende der fünften Vorlesung angekommen. Heute hatten wir unser Thema Hormone und ich hoffe, Sie haben jetzt gelernt, wie denn eigentlich Hormone ihre Wirkung ausüben, wie wir Hormone also übertragen können, wo wir Hormone bilden und wie Hormone dann tatsächlich auch an den Zielzellen wirken, wie wir unsere Hormone nach unterschiedlichen Klassen einteilen können und was auch hormonelle Aktivität eigentlich reguliert und wie wir unsere hormonelle Aktivität eigentlich regulieren können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.